Hallo, guten Abend und Glück auf. Ich freue mich, Sie auch heute wieder begrüßen zu dürfen zu den Nachrichten für unsere und aus unserer Region. Herzlich willkommen zum Megional am Dienstag, den 14. Mai, hier im Mittelerzgebirgsfernsehen. In der gestrigen Ausgabe berichteten wir über einen Dachstuhlbrand in Rübenau, der für kurzzeitige Ablenkung von einer groß angesetzten Katastrophenschutzübung sorgte. Wie bereits erwähnt, konnte diese dennoch planmäßig durchgeführt werden. Welches Szenario auf die verschiedenen Einsatzkräfte wartete, weiß Frank Langer. Überall lagen Baumteile, rannten Verletzte umher und war Geschreie aus dem Bus zu hören. Sei drinne! Mensch, komm da mal, ja. Zum Glück nur eine Übung vom Referat Rettungsdienst Brand- und Katastrophenschutz des Erzgebirgskreises und dem Katschutzzug des Mittleren Erzgebirges organisiert. Markus Hähnel wusste mehr zum Szenario. Das ist richtig, eine Übung dient natürlich immer dazu, einen Ernstfall irgendwo zu erproben, und genauso soll es jetzt auch wieder sein. Das heißt, man sieht im Hintergrund hier einen riesengroßen Bus, da wird ein Massenanfall von Verletzten stattfinden, und gleichzeitig müssen die anrückenden Wehren, die anrückenden Katastrophenschutzeinheiten des Erzgebirgskreises dementsprechend einen Gefahrguteinsatz mit abarbeiten. Das ist zur Lage, ca. 100 Meter von der Kreuzung oberhalb Baum über der Straße, BKW von Dalkigen Baum mit Bus ca. 30, 40 verletzte Personen, viele Personen, die irritiert rumlaufen. Was gilt es abzuarbeiten hintereinander? Das kommt darauf an, wie der Einsatzleiter, der als erster hier am Einsatzort eintrifft, das Ganze einschätzt, das Szenario einschätzt und welche Kräfte und Mittel er im Nachgang noch alarmieren wird. Wir gehen davon aus, dass der Gefahrguteinsatz im Vordergrund stehen wird, weil wir, wie es die Name schon sagt, Gefahrguteinsatz, das ist irgendein gefährliches Gut, was behandelt werden muss, was abtransportiert werden muss, was erstmal analysiert werden muss. Und dann kommt als nächstes natürlich die Menschenrettung. Dabei muss abgewogen werden, wie schwer, wie kompliziert ist der Gefahrguteinsatz. Kann ich erst die Leute rausholen oder muss ich eventuell warten, bis freigegeben ist durch einen Einsatzleiter vom Gefahrgutzug bzw. auch durch den entsprechenden vom DRK, wie auch immer. Die ersten Einsatzkräfte, bestehend aus Rettungsdienst und örtlichen Feuerwehren, fuhren zunächst langsam an den Ort des Geschehens ran und verschafften sich einen Überblick. Hier steht bei dem Bus, Mario Mischok ist der neue Kreisbrandmeister im Erzgebirgskreis. Er war an dem Abend selbst nur als Beobachter und Gast vor Ort. Ja, also ich denke schon, dass die Rettungskette funktioniert, wie es ganz normal im Leben ist. Es gibt immer eine Chaosphase, die sich langsam lichtet, die Strukturen wirken. Also ich sehe überhaupt keine Probleme, dass der Einsatz nicht also in höherer Qualität abgearbeitet werden kann. Sie sind ein paar Tage im Erzgebirge schon tätig. Ja, wie ist es denn hier, Kreisbrandmeister zu sein? Kreisbrandmeister zu sein, ist eine Herausforderung. Ich habe das viele Jahre in Leipzig gemacht, auch mit vielen Feuerwehren, aber natürlich nicht in dieser Größenordnung wie im Erzgebirge. Aber eine Aufgabe, die mich sehr reizt. Deswegen habe ich mich auf diese Stelle beworben, habe sie dankensweise erhalten und freue mich natürlich auf das Zusammenwirken dieser Kräfte und natürlich auf die Menschen im Erzgebirge, insbesondere die Hilfskräfte. Alle, die so dann unter diesem Helfersyndrom unterwegs sind. Ja. Ja, ich hab noch 150. Ja, noch. Anhebt wieder. Ja. 1, 2, 3, halt dann. Läuft es denn schon so, wie es laufen soll? Das wäre falsch gesagt. Also es sind schon einige Sachen, die nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Es sind einige gut, aber ich denke mal, da gibt es schon bei einigen Sachen noch Gesprächsbedarf, wo man noch mal sprechen muss. Aber das ist auch nicht so einfach, weil es ist wirklich eine große Anzahl von Verletzten. Und die gleich alles zu überblicken, das ist schwierig, das ist nicht einfach. Und jetzt nach und nach rücken eben auch die nachfolgenden Kräfte nach. Und ich denke mal, das wird jetzt ins Laufen kommen. Aber es dauert alles seine Zeit. Vor dem Bus, von hier aus gesehen, liegt eine bewusstlose Person. Die Person erstmal bitte her zum Sammelplatz. Wo? Ja, ist nicht so schlimm. Du bist verletzt, hast nur die Verletzung Nase. Ja, meine Nase. Verletzte und Schaulustige, Rettungskräfte und Beobachter. Die Einsatzstelle ähnelte zunächst einem Ameisenhaufen. Nach der Erkundung und Abarbeitung erster Aufträge wurde es etwas geordneter. Ja, war schon ganz schön anstrengend. Was war denn das Besondere dabei? Die Anzahl der Verletzten, die Unübersichtlichkeit. Verschiedene Situationen. Für die Ortsfeuerwehren von Großrückerswalde eine große Nummer.
Kann man sagen. Natürlich ganz schön groß, muss man sagen, für den Ortsteil hier. Natürlich ohne Herausforderungen, Zuwägungen etc. Aber für uns eine geniale Übungsgeschichte, immer als Ortsfeuerwehr oder als zuständige Gemeindefeuerwehr natürlich, wo wir unsere Abläufe einfach mal proben und üben können. Markus Hähnel, Sachgebietsleiter Katastrophenschutz im Landratsamt, als Übungsleiter nach gut 2 Stunden Übung. Es ist so geplant und es muss auch so sein. Der Einsatz muss anlaufen, die Einsatzkräfte müssen den Vorort dann den Raum sortieren, die Einsatzfahrzeuge müssen geordnet werden. Und dann muss man auch sehen, dass ja Spezialkräfte im Einsatz sind, unter anderem der Gefahrgutzug. Und das dauert einfach seine Zeit, bis die entsprechenden Plätze, auch hier hinter uns der Behandlungsplatz, aufgebaut sind. Übung hilft im Ernstfall, Probleme zu unterbinden. Am Abend des 10. Mai übten Einheiten des Katastrophenschutzes einen Massenanfall von Verletzten in Kombination mit einem Gefahrgutunfall. Am vergangenen Wochenende beging man im Olbernhauer Rittergut die große Feier zum 160-jährigen Bestehen der Volksbank Mittleres Erzgebirge Olbernhau. Neben den Konzerten von Joris und Samuel Rösch gab es allerhand weitere Attraktionen im Rahmen des Familienfestes zu erleben. Das möchten wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Genau aus diesem Grund sehen Sie nun den zweiten Teil vom Festwochenende in Olbernhau. Günter Langer hat sich umgeschaut. Wir haben uns natürlich beim Familienfest umgeschaut. Zunächst haben wir ihn getroffen. Fuchs, bleibt das Wetter so? Ich weiß es nicht. Auf zum Trampolinspringen! Bei freiem Eintritt gab es jede Menge Attraktionen. Sehr beliebt, tja, Elektrofahrzeuge, der Segway-Parkour und eben, ja, das Bungee-Trampolin. Wie ist denn das mit dem Segway-Fahren? Klappt das? Ja. Ja? Die erste Fahrt? Nee, die zweite Fahrt. Die zweite Fahrt, ja. Was muss man beachten, wenn man hier fährt? Man muss das Gleichgewicht behalten. Und wie schnell fährt das Ding? Du wirst es gleich zeigen, ja. Gib Gas, ne? Tschüss. In einem abgeschlossenen Raum konnte man diesen jungen Leuten zuschauen. Virtual Reality Spiele wurden hier gemacht. Im Außenbereich dagegen ging es feuchtfröhlich zu. Aquazorbing. Wir haben schon mal nachgefragt. Wie hat es denn gefallen? Spannend. Da lobe ich mir doch die gute alte Hüpfburg. Auch sie war ständig umlagert. Und wer mal in die Fotobox steigen wollte, auch der hatte dazu Gelegenheit, konnte sich mal so richtig auslassen mit Kopfbedeckung, mit Bart und mit großer Brille. Diese Mädels haben es auch getan. Schön, eigentlich. Ja. Schönen Nachmittag wünsche ich. Dankeschön. Der jetzt gerade singt hier, den kennt man auch, ne? Samuel Rösch. Ja, der wohnt bei uns in der Umgebung. Ja. Mensch, mal. Ja. Bei den Mitgliedern des Bockauer Karnevalclubs konnte man sich schminken lassen, aber es gab auch viele Spiele. In einer weiteren Ecke des Parkes konnte man die Drechsler erleben und auch die Schnitzer waren zugegen. Ihr müsst immer schön die Faser abschneiden und nicht gegen die Faser, sonst wird das nämlich rau und bricht aus. Jungs, wie kommt ihr klar damit? Naja. Bei ihm sah das schon besser aus. Zum ersten Mal, oder? Nee, ich bin der Enkel. Aha. Und komm ab und zu und mach auch was. Das heißt natürlich, deine Zukunft ist auf diese Sache ausgelegt. Ja, kann vorkommen. Aber hungern musste auch niemand. Alles war vorhanden. Zurück zur großen Showbühne. Dort hatten sie ihren Auftritt, die Mini- und Maxi-Funken des Pockauer Karnevalclubs. Und ich suche das schöne Mädchen. Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Hallo, ich bin der Kevin. Hallo, ich bin Johannes Landgraf und spiele Schlagzeug bei Paperclip. Samuel. Tide, heiß ich. Ein Leben lang ohne Reue, vom ersten Schritt bis ins Grab, ein Hoch auf
auf den Leib zugeschnitten, der Burani-Titel. Wir haben auch mit dem Veranstalter und Objektschutzverantwortlichen, mit Axel Weidensdorfer, gesprochen. 40 Leuten vor Ort und haben die Veranstaltung hier ganz gut gemeistert, denke ich. Ja, es gab keine Zwischenfälle, alles gut abgelaufen. Und sehr gute Stimmung hier. Ja. Für die personelle Absicherung da, Vorabsicherung, Einlasskontrollen, ja, Backstage, Bühnenbereiche und dann auch die Räumung des Platzes dann nach der Veranstaltung. Mein Name ist Samuel Rasch. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Europawahlen 2019. Wer am Wahlsonntag, dem 26. Mai, nicht persönlich im Wahlraum seine Stimme für die Wahl der deutschen Abgeordneten zum 9. Europäischen Parlament abgeben kann, hat die Möglichkeit, an der Briefwahl teilzunehmen. Bis zum Freitag vor der Wahl, dem 24. Mai um 18 Uhr, können Wahlberechtigte bei ihrer Gemeinde die Briefwahlunterlagen beantragen. Der Antrag kann schriftlich, persönlich und auch elektronisch, jedoch nicht per Telefon gestellt werden. Wer seinen Antrag direkt bei der Gemeindeverwaltung abgibt, erhält die Briefwahlunterlagen sofort und kann auch noch vor Ort seine Stimme abgeben. In gesetzlich geregelten Ausnahmefällen, zum Beispiel bei einer plötzlichen Erkrankung, können die Briefwahlunterlagen noch bis 15 Uhr am Wahltag beantragt werden. Wichtig ist, dass Wahlberechtigte die Briefwahlunterlagen sorgfältig ausfüllen und rechtzeitig an die auf dem roten Wahlbriefumschlag angegebene Stelle zurückschicken. Es wird außerdem empfohlen, den Wahlbrief spätestens am Donnerstag, dem 23. Mai, aufzugeben, damit die Unterlagen noch rechtzeitig bei der zuständigen Stelle eingehen. Inhaber eines Wahlscheines können anstelle der Stimmabgabe per Briefwahl natürlich auch am 26. Mai in jedem beliebigen Wahlraum ihres Landkreises oder ihrer kreisfreien Stadt ihre Stimme abgeben. Die Wahlräume werden am Wahltag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein. Wie die Stadtverwaltung Marienberg mitteilte, ist aufgrund eines technischen Defektes die Lichtsignalanlage im Gewerbegebiet vor der Stadt in Marienberg voraussichtlich bis zum Donnerstag, dem 16. Mai, außer Betrieb. Heute Abend und in den Nachtstunden zeigt sich das Firmament leicht bewölkt. Auch der teils böige Wind über den Tag lässt in den Abendstunden nach und weht dann nur noch gering mit um die 8 km pro Stunde aus Norden. Bei einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von um die 10% ist nicht mit Regen zu rechnen. Und die Nachtwerte bleiben wie die Nächte zuvor einstellig und kühl. In Olbernhau zeigen die Thermometer Werte zwischen 0 und 4 Grad Celsius an. Auch in Marienberg zeigen die Quecksilber 0 bis 3 Grad. Und in Zschopau liegen wir bei 0 bis 4 Grad. Mittwoch, grau, mit geringem Wind weiterhin aus Norden. Regentechnisch steigert sich die Gefahr, nass von oben zu werden, im Laufe des Tages auf bis zu 90%. Und das bedeutet, dass ab den Vormittagsstunden der Regenschirm zum ständigen Begleiter gehört. Die Tagestemperaturen weiterhin kalt, in Deutschneudorf 0 bis 5 Grad, in Pobershau auch nur 0 Grad in den Morgenstunden und maximal über den Tag bis 5 Grad Celsius. Und die Amtsberger Thermometer zeigen 2 bis 6 Grad an. Gebietsweise kann der Nordwind auch auffrischen und mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 40 km pro Stunde um die Ohren pfeifen. Ein Blick auf die Folgetage zeigt, am Donnerstag ganztägig bedeckt, zum Tagesbeginn tröpfelt es von oben, das lässt aber über den Tag nach und gegen Abend kann sich gebietsweise auch hin und wieder mal die Sonne durchsetzen. Der Wind weht aus Nordwest leicht mit um die 10 km pro Stunde und wir erreichen am Donnerstag Temperaturen von 2 bis maximal 7 Grad Celsius. Also immer noch nicht das, was man sich für den Frühling wünscht. Ein leichter Aufwärtstrend für den Freitag ist erkennbar, zumindest temperaturtechnisch. Doch die dicke Wolkendecke bleibt uns erstmal erhalten. Erst zum Freitagabend hin dürfen wir uns auf kleine Lichtblicke in Form von Wolkenlücken freuen. Der Wind weht zum Tagesbeginn aus südöstlicher Richtung, über den Tag aus nordwestlicher und gegen Abend dann wieder aus Südost. Und das auch nur ganz leicht mit um die 10 km pro Stunde. Die Tagestemperaturen klettern dann sogar wieder knapp über die 10-Grad-Marke. So kann man sich auf Werte im Bereich von 6 bis 12 Grad Celsius freuen.
Mehr zum Regionalwetter für die kommenden Tage und ob sich dieser Trend fortsetzt, dann morgen hier an dieser Stelle. Wir sind schon wieder am Ende der Dienstagsausgabe von Megional angekommen. Mehr von uns sehen Sie in den aktuellen Ausgaben vom MEF-Wochenrückblick und MEF-Kompakt zu den gewohnten Sendezeiten im TV und jederzeit online auf www.mef-lein.de in unserer Mediathek. Ich sage tschüss, bis morgen. Zum dritten Mal lud Alko Möbel zum Frühlingsfest nach Brand Erbesdorf und nach Freiberg auf den Heuersteig ein. Das Frühlingsfest ist verbunden mit einem Bauernmarkt und dem verkaufsoffenen Sonntag bei Alko. Herzlich willkommen zum Frühlingsfest bei Alko Möbel. Es lohnt sich wirklich. Viele, viele Attraktionen sind in den letzten Wochen hier vorbereitet worden und es tobt wirklich gute Stimmung. Hinter uns natürlich eine ganz besondere Attraktion. Wir sammeln Kilometer für den guten Zweck. Es gibt einen halben Euro für jeden gefahrenen Kilometer und der geht dann an den Verein Helfende Hände e.V. in Oederan. Mit dabei das Sportstudio aus Oederan. Dort können Sie natürlich trainieren. Nicht nur das, heute mit unseren Kilometern für gutes Geld, für eine gute Sache. Also seien Sie herzlich willkommen, lassen Sie schmecken. Der Foodtruck ist mit dabei, die Bäckereien, alles regional. Den musikalischen Auftakt machte die Schalmeienkapelle aus Bad Gottleuba. Wie schon erwähnt, wurde zum Frühlingsfest für einen guten Zweck geradelt. Ja, wir sind heute hier beim Frühlingsfest von Alko Möbel, um halt für einen guten Zweck zu radeln, speziell für das Hospiz in Oederan, dem Verein Begleitende Hände, haben 6 Räder mit dabei, hoffen, dass wir pro Rad und Stunde 20 Kilometer schaffen, also 120 Kilometer, was dann 60 Euro sozusagen in der Stunde wären als Spende. Wenn wir sehen, von 11 bis 16 Uhr, 5 Stunden, dürften gute 300 Euro für einen Verein zusammenkommen, für einen guten Zweck. Ich denke mal, ist eine gute Sache. Jeder Kilometer zählt. Insgesamt wurden 620 Kilometer geradelt. 310 Euro sind damit zusammengekommen. Und Alko verdoppelte diesen Betrag auf 620 Euro und spendete diesen dem Hospizverein Begleitende Hände. Zum verkaufsoffenen Sonntag konnten die Besucher auch einige Schnäppchen bei Alko Möbel machen. Möbelverkauf ist bei Alko Möbel eine Familientradition. Mit generationsübergreifenden Erfahrungen im Möbel- und Einrichtungssegment beraten wir Sie im persönlichen Umgang und stellen Ihnen maßgeschneiderte Finanzierungsprogramme für die Wunscheinrichtung zurecht. Einrichtungen fürs Esszimmer, für Wohnzimmer oder Schlafzimmer, vom Babyzimmer bis zum Büro, verteilen sich auf eine Verkaufsfläche von rund 10.000 Quadratmeter im Wohncenter in Freiberg. Das Alko Möbelhaus gehört durch die hohe Qualität und die große Auswahl an Möbeln zu den größten familiengeführten Möbelhäusern in Sachsen. Möbel schreibt man einfach so, A und L und C und O. Für die Kinder gab es viele Attraktionen. Ponyreiten, Seildrehen und die Feuerwehr war mit vor Ort. Im Festzelt sorgten die Breitenauer Musikanten am Nachmittag für Stimmung. Die Organisatoren des Frühlingsfestes waren mit dem Fest zufrieden. Eine Bombenstimmung hier bei Alko Möbel in Freiberg. Ein Frühlingsfest, wie man sich's nur erträumen kann. Ab und zu schillert auch die Sonne hervor. Und ja, ein, ich sag mal so, strahlender und zufriedener Geschäftsführer. Ja, wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden. Die Resonanz ist sehr groß. Unser dritter Bauern- und Handwerkermarkt und Frühlingsfest ist ein großer Erfolg. Da gab es ja einiges vorzubereiten in den letzten Wochen und die Mühe hat sich gelohnt. Das kann man wirklich so sagen. Es ist eine super Stimmung. Ja, Dankeschön. Wir sind sehr zufrieden und freuen uns jetzt schon wieder auf das nächste Jahr. Dankeschön. Möge sich das Wetter im nächsten Jahr von einer freundlicheren Seite zeigen.